Liebe Jury, liebes Publikum, ich möchte über ein Thema sprechen, das uns in der heutigen Gesellschaft alle betrifft. Gekauft, abgelaufen, weggeworfen. Jährlich landen in Österreich ca. 725.000 Tonnen Lebensmittel im Müll. Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel geht so verloren. Gleichzeitig leiden rund 925 Millionen Menschen weltweit an Hunger und Unterernährung. Wie lange soll das noch weitergehen? Wie lange wollen wir zusehen, wie Verschwendung und Gier überhand nehmen? Wir verfüttern wertvolle Lebensmittel an unsere Mülltonnen, obwohl wir wissen, dass es Menschen gibt, die jeden Tag ums Überleben und gegen den Hunger kämpfen. Es geht dabei nicht nur um Lebensmittel. Nahezu alles wird heutzutage leichtfertig weggeworfen. Doch was steckt dahinter? Woher kommt der Drang, immer mehr und immer Besseres zu besitzen? Wir kaufen Dinge, die wir bei näherem Hinsehen gar nicht brauchen und die wir uns vielleicht auch nicht leisten können. Es ist vor allem ein moralisches, aber mitunter auch ein finanzielles Problem, mit dessen Lösung sich aber niemand so richtig beschäftigen will. Von Lebensmitteln einmal abgesehen, sind es auch die vielen Elektrogeräte, die aus unserem Alltag ja gar nicht mehr wegzudenken sind. Beschäftigen wir uns als erstes mit unserem ständigen Begleiter, dem Handy bzw. Smartphone. So mancher Handybesitzer wird das Problem vielleicht kennen. Man kauft sich ein Handy, selbstverständlich steht irgendein toller Markenname drauf. Man passt darauf auf, geht sorgsam mit dem Gerät um und nach 2 Jahren gibt es den Geist auf. Es ist kaputt, einfach so. Warum dieses Phänomen nur manche von uns kennen? Weil der Zeitraum, bis es ein neueres, besseres Modell gibt, natürlich ein viel kürzerer ist. Die meisten von uns besitzen so ein Gerät nicht einmal so lange, denn ein neues muss her. Smartphone heißt so viel wie schlaues Telefon. Doch wirklich schlau sind eigentlich nur die Konzerne, die dahinter stehen, die uns immer wieder neue, überteuerte Produkte verkaufen mit kurzer Lebensdauer, die im Endeffekt weggeworfen werden. Damit machen die Firmen natürlich eine Menge Geld. Früher ging es um den Nutzen, den manche Geräte für uns Menschen haben. Und dafür haben wir bezahlt. Heute zahlen wir zum Beispiel für einen angebissenen Apfel, der die Smartphones, Tablets, Laptops und so weiter ziert. Doch wollen wir uns das wirklich gefallen lassen? Sollen wir weiterhin Geräte kaufen, die sich nach einiger Zeit quasi selbst zerstören und dann weggeworfen werden? Aber kehren wir zurück zu den Lebensmitteln. Diese sind nicht auf Selbstzerstörung programmiert, sondern bleiben übrig, verderben oder werden einfach nicht gemocht und landen dann im Müll. Die richtigen Lebensmittel in der richtigen Menge einzukaufen, klingt eigentlich gar nicht so schwer. Warum also landen trotzdem so viele Lebensmittel im Müll? Billige Großpackungen und verlockende Angebote bringen uns immer wieder dazu, mehr zu kaufen, als wir eigentlich benötigen. Nimm 2, zahl 1. Was aber, wenn wir nur ein Produkt brauchen? Wer billig einkauft, aber dann die Hälfte wegwerfen muss, der hat ja im Endeffekt auch nichts gespart. Ein weiterer Fehler, den viele von uns machen, ist es, hungrig einkaufen zu gehen. Wer kennt das nicht? Kaum hat man Hunger, scheint der ganze Supermarkt voll zu sein mit Leckereien, die man unbedingt haben muss. Erst zu Hause fällt uns auf, wie wenig davon wir eigentlich wirklich gebraucht hätten. Die Gier macht von niemandem Halt. Doch was ist aus der guten alten Resteverwertung geworden? Ja, die wenigsten von uns essen gerne 2-mal hintereinander dasselbe. Doch mit etwas Kreativität lässt sich auch aus den Resten vom Vortag noch ein leckeres Gericht zubereiten. Außerdem lassen sich fast alle Lebensmittel ganz einfach einfrieren und so für lange Zeit haltbar machen. Was aber, wenn ich meine übrigen Lebensmittel gerne spenden möchte? Was an sich ein sehr lobenswerter Ansatz ist, gestaltet sich in der Realität oft schwierig. Aus diesem Grund entscheiden sich viele,
dann eben doch für die Mülltonne. Doch Gott sei Dank gibt es immer mehr soziale Einrichtungen, die sich darum kümmern, dass nicht mehr benötigte Lebensmittel an Bedürftige weitergegeben werden. Mit gutem Beispiel voran gehen die Tafel, die Caritas oder spezielle Märkte, in denen Menschen, die nahe der Armutsgrenze leben, ganz billig einkaufen können. Dort gibt es Lebensmittel, die zwar nicht mehr ganz so frisch sind, aber trotzdem einwandfrei genießbar. Eine weitere Aktion, die ich persönlich sehr begrüße, ist die sogenannte Tafelbox für Essensreste in der Gastronomie. Sie wird von Gastronomen für 50 Cent an die Gäste abgegeben, die ihre Essensreste nach der Mahlzeit zum Mitnehmen einpacken möchten. Pro Box werden 20 Cent an die österreichische Tafel gespendet. Eine klassische Win-Win-Situation. Der Gastronom erspart sich die Entsorgung der Reste. Der Gast kann die Speisen, die er im Gasthaus nicht isst, zu Hause genießen. Und auch die Umwelt gewinnt, weil wertvolle Ressourcen gespart werden. Die Gastronomie ist tatsächlich ein wichtiges Thema, sobald es um das Problem der Lebensmittelverschwendung geht. Kaum einer lässt sich mehr das halbe Schnitzel einpacken, wenn er genug davon hat. Dies gilt als unfein und knauserig und deshalb wird das Stück Fleisch, das gerade noch frisch für uns zubereitet wurde, einfach liegen gelassen und landet dann in den riesigen Mülltonnen, die in unseren Gasthäusern stehen und die jeden Tag gut gefüllt sind. Wie Sie sehen, habe ich mir da ein sehr weitläufiges Thema ausgesucht, über das ich noch viel mehr sagen könnte. Dennoch möchte ich jetzt zum Schluss kommen und an Sie alle appellieren. Fangen wir an, unser aller Konsumverhalten zu überdenken. Fangen wir an, bewusst einzukaufen. Qualität statt Quantität. Jeder von uns ist fähig, den ersten Schritt zu tun. Gemeinsam können wir etwas ändern. Wir müssen es nur wollen. Danke. Thank you.